Mahlzeit, herzlich willkommen beim Red Bull Video Magazin. Wir sind hier im Schloss Duncan und haben die neue Achterbahn eröffnet. Und was das alles ist, was es hier alles gibt, das seht ihr jetzt im folgenden Video. Willkommen heute in dem mittelalterlichen Dorf und der einzigen Burg im Emsland, die Burg Arkheim. Besonders grüßen meine Frau und ich hier zur Einweihung unseren Ehrengast, Herrn Minister Dr. Alt. Herzlichen Glückwunsch, Herr Minister, auch nochmal von hier zu Ihrem Ministeramt und danke, dass Sie Niedersachsen so schnell regierbar gemacht haben. Vielen Dank. Weiterhin würde ich gerne unsere Bundestagsabgeordnete Frau Gitta Konnemann begrüßen. Da aber die AfD für heute eine namentliche Abstimmung gefordert hat, hat sie gestern am Mittag absagen müssen. Umso herzlicher begrüßen wir dann unseren Landtagsabgeordneten Herrn Bernd-Carsten Hiebig. Wir sind froh, lieber Bernd-Carsten, dass du für uns in Hannover bist. Herzlich willkommen. Das ist alle so lange her. Arcanum heißt das Geheimnis. Somit steht Arcan als Synonym für geheimnisvoll, sagenumwoben und mystisch. Auch ist Arcan ein armenisches Längenmaß. Ein Arcan sind 25,60 Meter. Mit einer leichten Verlängerung der letzten Fahne oben auf dem Burg mit der Firma Kinderland haben wir jetzt genau diese Höhe. Und das Areal mit diesen ganzen 12 Häusern sind es hier im Vorfeld, sowie der Burg selber, errichtet auf einem kaum einzunehmenden Felsen mit Höhlen, Gängen, verbreitet etwas Mystisches und birgt viele Geheimnisse. Wie kamen wir zu der Idee dieser Investition? Ich versuche es kurz zu machen. Wir hatten hier im Ferienzentrum hier dieses Areal, gut 3000 Quadratmeter groß, welches quasi nach einer tollen Attraktion hier im Mittelpunkt schrie. Nachdem wir eigentlich in Duncan mit seinen Urlaubsangeboten, denn es ist eigentlich kein Tagespark, sondern eher ein Urlaubspark, nie für eine Achterbahn geeignet hielten, fanden wir bei der Firma ABC Rides eine interessante Bahnanlage. Und dann kam das Elend. Meine Frau war der Meinung, wir können diese Bahn doch nicht nur so alleine dahin stellen. Damit es wirklich gut wird, brauchen wir eine komplette Thematisierung. Und dann fing das Problem für uns alle an. Da suchten wir und fanden im Emsland die Firma Kinderland, Emsland Spielgeräte, die uns mit dem Künstler, den ich hier auch ganz herzlich begrüße, Gerd Eusen, diese geniale Anlage vorgeschlagen. Gemeinsam haben wir diese Entwürfe durch unsere Ideen ergänzt, gemeinsam weiterentwickelt und ausgearbeitet und das Ergebnis erleben Sie hier jetzt mit der Einweihung der Burg Arkheim. Nach dem Baubeginn im November 2016, Sie glauben ja gar nicht, wie viel Beton hier alleine unter uns steckt, sind hier dann bis heute folgende Angebote entstanden. Ein Kleinkinderspielplatz, Sie sind vorhin reingekommen, der war auf der rechten Seite für Kinder bis 6 Jahre, mit Außenspielbereich und 4 Häusern, mit Spielen auf 2 Ebenen.
Ein Spielplatz für alle, versteckt in 6 Dorfhäusern. Wir werden das nachher erkunden, drüben auf der anderen Seite. Mit Handwerksthemen gestaltet, über 2 Etagen und über eine Brücke miteinander verbunden. Das digitale Memory-Spiel Memor, dort drüben der Kreis im Achterbahnkreisel. Die Geschicklichkeitsarena, hier mit 2 Kursen. Zum Verweilen und Stärken, das haben die meisten schon ausprobiert und stehen auch darunter, das Pfannkuchenhaus mit Außenterrasse. Und als Höhepunkt dann die Burganlage, der Turm auf seinem Felsengebälde mit Grottengängen und 7 Etagen. In dem Turm ist jede Etage, wir werden es gleich erleben, ca. 100 Quadratmeter groß. Und jede Etage ist dann schon auch ein Spielplatz für sich. In der 7. Etage, ganz oben, über dem Einstieg der Bahn, befindet sich als besondere Seltenheit eine Camera Obscura, die höchste Kamera dieser Art in Deutschland. Und in der 6. Etage ist der Einstieg in die Achterbahn. Von dort starten die Wagen über einen spannenden Kurs, macht ihn noch kälter als schon ist, Bergkasten. Durch den Angriffsturm, der dort drüben ist, und landen dann hinter mir im Aufstiegsbahnhof. Das Besondere an unserer Achterbahn, unsere Gäste sind hier in Urlaub und haben Zeit, ist, dass man unten aussteigen muss und wenn man wieder fahren will, muss man durch den Turm wieder komplett nach oben steigen oder hochklettern. Insgesamt wurden hier 4,1 Millionen investiert und wir meinen hiermit eine Attraktion geschaffen zu haben, die für deutsche Urlaubsparks, also reine Übernachtungsparks, Ferienhausanlagen einmalig ist. Somit haben wir uns für Urlaubsziele in Deutschland hier doch gewiss ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Unser Dank gilt hier jetzt noch einmal, diese Gelegenheit möchte ich mir nutzen, besonders den vielen Firmen, die zum Gelingen dieses Objektes beigetragen haben. Stellvertretend für alle und die Masse der Firmen, die hier gearbeitet haben, kamen und kommen auch, denn sie sind auch hier aus dem Emsland, möchten wir uns hier stellvertretend nochmal bei der Firma Kinderland mit Herrn Hampel, Emsland Spielgeräte aus Geeste und ABC bereits aus der Schweiz besonders bedanken. Aber auch bei unserem Dankanteam mit Herrn Schulz möchten wir uns hier bedanken. Herr Schulz hat bei diesem Projekt, glaube ich, manchmal mehr geschwitzt als wir. Nach der Segnung jetzt durch unseren Pastor, Herrn Büttel, den ich auch hier herzlich begrüße in unseren Reihen, wird der Wirtschaftsminister des Landes Niedersachsen, Herr Altusmann, mit dem Durchschneiden des Bandes und dem Entklibbeln des Turmes die gesamte Anlage offiziell in Betrieb nehmen. Was wir dann machen, wenn wir oben sind, Herr Altusmann, das entscheiden wir dann. Ja, liebe Familie von Landsberg-Fehlen, liebe Schwestern und Brüder, herzlichen Dank für die Einladung zur Einsegnung heute Nachmittag. Ich glaube, dass Sie mit dieser Anlage ganz, ganz vielen Menschen eine Freude machen werden. Viele Menschen suchen Sie auf, Hunderttausende sind es im Jahr, die hier ein wenig Abstand von der Arbeit suchen und finden, und all diesen Menschen bereiten Sie mit der Anlage eine ganz besondere Freude. Diese Freude teilen wir mit Gott, der sich darüber freut, dass wir heute Nachmittag gemeinsam hier zugegen sind, um Danke zu sagen. So lasst uns beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Dazu segne diese Anlage der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Vor dir neigt die Erde sich und bewundert deine Werke, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. So, jetzt habt ihr gehört, was es hier alles gibt, was man hier alles erleben kann, was alles zu diesem Komplex dazugehört. Das finde ich auf jeden Fall schon mal super interessant, super spannend. Ich finde, es ist richtig, richtig schön geworden, die Bahn. Der Coaster von ABC Rides ist ein Tube Coaster. Das ist jetzt natürlich nichts unfassbar krass Besonderes. Ich finde es aber wirklich schön, richtig cool. Passt auch hier zu diesem kleinen Park, der ja auch kein
Freizeitpark für Tagesgäste ist, sondern ein Ferienurlaubsausflugsziel für Leute, die 2-3 Tage hier bleiben oder auch länger. Und auch die Bahn hat einige Besonderheiten. Du steigst halt oben ein, steigst unten wieder aus. Dann gibt es einen coolen Nirmes-Effekt da vorne. Es gibt hier eine kleine Durchfahrt. Und ja. Ob es was Besonderes gibt, was es für Bahnen zu sagen gibt? Ja. Ich weiß ja nicht, was du schon gesagt hast. Ich habe gesagt, ja, dass es eine Durchfahrt gibt. Ja. Da. Ja, die wird sogar eigentlich mit Nebel voll sein, wenn das nicht heute so kalt gewesen wäre. Das heißt, da wird später ein Nebelvorhang sein, durch den man durchfährt. Ansonsten, ja, dieses ganze Konzept wurde entwickelt von der Firma Kinder Emsland Spielgeräte. Auch von der Achterbahn das Konzept? Also das Layout der Achterbahn stand ja im Grunde genommen schon fest. Das ist eine Kopie, fast eine Kopie von Billy Bird aus Holland. Aber eben die Idee, dass man den Weg nach oben bespielt, der kam im Grunde genommen eben von Kinderland Emsland Spielgeräte. Okay. Und seinem Designer Gerd Eusen, die dieses ganze Konzept eigentlich entwickelt haben. Und das hat sich so Stück für Stück in der Zeit, als die Bahn gekauft war, die war eigentlich schon bestellt, dann haben wir irgendwie angefangen, mal zu überlegen, wie kann man das denn noch eigentlich noch cool machen. Und da sind jede Menge Ideen entstanden, viele Änderungen im Konzept klar. Und letztendlich ist das jetzt dabei rausgekommen. Sehr viele Möglichkeiten haben, überall zu spielen. Der ist schon entdeckt, vielleicht ein Skelett zum Beispiel. Es gibt überall was zu kurbeln, wo man irgendwelche Musik oder Geschichten sich anhören kann. Und das macht dann ja auch schon Duncan aus. Irgendwo betätigen, damit man irgendwie einfach nur passiv hat. Und das war eigentlich das Ziel bei der ganzen Geschichte. Finde ich, ist gelungen. Ab wann kann man denn mit der Bahn mitfahren? Ab morgen. Nein, ich meine, wer kann ab wann? Ja, die Frage war so formuliert, welche Voraussetzungen muss man haben, um mitfahren zu dürfen? 1,5 Meter Körpergröße, mindestens 4 Jahre, dann in Begleitung eines Erwachsenen. Oder ab 1,30 Meter und 8 Jahre ohne Begleitung. Und ich glaube, die Besonderheit bei den Typencoastern ist auch, dass man keinen klassischen Bügel hat, sondern nur angebunden. Dann kann man das sagen. Ja, absolut. Was Besonderes ist. Ja, absolut. Das sehe ich schon so, weil natürlich man eigentlich heute jede moderne Achterbahn mit Bügelsystem kennt. Und das brauchen wir hier nicht, zum Glück. Das macht das Ganze natürlich auch ein bisschen spannend vom Sitzgefühl her, denke ich mir. Und was, glaube ich, auch wirklich ungewöhnlich ist für jemanden, der noch nicht ganz so viele Achterbahnen gefahren ist, dass man wirklich erstmal oben so eine kleine Aussichtsfahrt hat. Ne? Es geht los, kein Lift, okay, da kann man jetzt toll oder schlecht finden. Ich finde das eigentlich ganz cool. Und dann gibt es erstmal eine kleine Aussichtsfahrt und man hat echt Zeit, die Höhe so richtig voll wahrzunehmen. Das sind 14 Meter, die Zahl weiß ich. Aber ja, und ich glaube, das macht es auch besonders. Ja. Sehr schön. Ihr kommt jetzt alle vorbei, fahrt die Achterbahn, bleibt hier ein bisschen was. Für Coaster Counter gibt es ja eigentlich sogar zwei Sachen. Ich muss da noch rüber. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das kann ich auch nicht sagen. Das ist richtig peinlich, dass man da hingeht, das zum Counten. Aber es gibt zwei Counts hier, das reicht. Jetzt googelt man und findet selber heraus. Findet das raus und dann dislike das Video. ja, danke schön. Gerne.